Yves, kommst du jetzt bitte? Nein, ich will nicht. Na, ja, ich weiß, dass du nicht willst, aber die Leute da draußen wollen hören, was du zu Batman und Robin zu sagen hast. 7 Millionen. Never leave the cave without it. Das ist kacke, okay, das ist kacke, ich will es nicht machen. Cowabunga! Fight? Fight. Kitchen? Kitchen. Ja. Ja, aber mach es einmal, das letzte Mal jetzt. Dann hast du es einmal gemacht und danach kannst du diesen Film für immer vergessen. Ich werde, solange du dieses Video aufzeichnest, so ein Blitzdings entwickeln und danach löschen wir dein Gedächtnis, was diesen wundervollen Film angeht. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich danke dir. Ich habe ihn zumindest sehr viel lachen gehört. Also so schlimm kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Die Therapiestunde gibt es dann später. You lie! Ja, okay. Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zurück zum Batman Rewatch. Und wir sind jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, wo es einfach nicht mehr lustig ist. Meine Fresse, ich muss gar nicht groß anteasern, was ich von dem Film halte. Der Film ist das, was er ist. Es ist Batman und Robin, okay? Es ist Batman und Robin. Ich weiß nicht, wie häufig ich schon Szenen aus diesem Film reingeschnitten habe in meine Moviepilot-Videos, nur um mich über ihn lustig zu machen. Aber wisst ihr was? Ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal am Stück gesehen habe. Jetzt war es soweit. Ich habe letzte Woche nach Batman Forever gesagt, Gott hab Gnade mit mir, und es tut mir leid. Ich entschuldige mich offiziell bei allen Batman Forever-Fans und bei dem Film, weil Batman Forever ist der Pate verglichen mit der Scheiße, die ich gerade gesehen habe. Go ahead. You can say. You're a genius. Stop. Stop. Leute, legen wir los. Okay, also Batman und Robin ist der zweite Joel Schumacher-Film. Und ja, eigentlich von der Kontinuität her soll das immer noch im gleichen Universum spielen wie die Tim Burton-Batman-Filme, Batman und Batman Returns. Und nein, das tut er nicht. Sorry, wir haben zwar noch irgendwie Michael Gow, den Typen, der Alfred spielt, und wir haben immer noch den Typen, der Commissioner Gordon spielt. Ey, also warum ist Commissioner Gordon in all diesen vier Filmen überhaupt drin? Man macht überhaupt nichts mit ihm. Ich denke mir jedes Mal, okay, neuer Film, der Schauspieler ist immer noch da, das heißt, irgendwie will er ja mitmachen, aber ihr gebt ihm nichts zu tun. Ich habe da eine Theorie. Früher hatte man einen fetten Hass auf Commissioner Gordon. Hashtag Justice for Gordon. Aber der hat ja noch irgendwann seine Redemption bekommen in den Christopher Nolan-Filmen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Film. Es gibt keine Szene, es gibt kein bisschen Dialog, es gibt nichts, was ich an diesem Film loben kann. Abgesehen von der Tatsache, deswegen, wisst ihr was, es gibt eine Sache und die kann ich jetzt raushauen. Michael Gow, der Typ, der Alfred spielt, kriegt in diesem Film ein bisschen mehr Screentime und er ist die einzig gute schauspielerische Performance im gesamten Film. Ansonsten ist das Müll. Ich kann, wow, okay, wie fangen wir überhaupt an? Wir fangen an. Wir hatten ja schon in Batman Forever diese merkwürdigen Suit-Up-Montagen, die mich sehr an die Power Rangers erinnern, wo wir die Hintern beleuchten, die Batnippel und so weiter und so fort. Hier haben wir wirklich noch eine verlängerte Version davon. So fängt der Film an. Ich sehe Batnippel und Bat-Ärsche. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und die dachten sich auch, dieser Satz von Val Kilmer aus Batman Forever, Chicks dig the car, der muss ziemlich cool sein. Deswegen sagt den jetzt Robin und Batman haut raus, This is why Superman works alone. Ich so, Superman gibt es in diesem Universum? Welcher Superman? Ist es Christopher Reeves Superman? Wie verstehe ich das jetzt? Gibt es jetzt schon ein cinematisches Universum oder ist das ein Gag? This is why Superman works alone. Habt ihr jetzt eventuell Superman auch zerstört, wenn er Teil des Joel Schumacher-Universums ist? Wird er dann auch, wird er von Ben Affleck gespielt vielleicht? Keine Ahnung. Jedenfalls so geht der Film schon los. Wir haben eigentlich erneut den gleichen Gag von Batman Forever, dass die keine Zeit haben, noch was zu essen. Und Alfred sagt, I'll cancel the pizzas. Und dann haben wir direkt Commissioner Gordon, der zugeschaltet ist im Batmobil. Erneut. Ich entschuldige mich beim Batmobil von Batman Forever, denn das Ding sieht aus wie ein verfluchtes Spielzeug. Generell alles, was man in diesem Film sieht. Dieser Film existiert nur, um Spielzeuge zu verkaufen. Lasst mich das gleich direkt sagen. Ich kann zumindest bei Batman Forever sagen, dass Val Kilmer's Bruce Wayne probiert hat, den Tod seiner Eltern zu verarbeiten. Die Burton-Filme, die waren klasse. Hier, es geht darum, Spielzeuge zu verkaufen. Das Batmobil leuchtet und hat sogar, ich weiß nicht, so ein Ding, das sich drin dreht und rot ausschaut. Ich so, was ist das Ding? Das macht sowas von auf sich aufmerksam. Ich sag euch, was es ist. Dieser Film hatte einen Job und das ist der Job. Batman and Robin. Mr. Freeze launches a shivering shockwave.
Ja. Und dann haben wir Commissioner Gordon, wie in einem Videospiel. Der wird zugeschaltet im Batmobile und sagt, wir haben einen neuen Bösewicht, sein Name ist Mr. Freeze. Er friert alles ein, du musst ihn besiegen. Ich so, okay, das ist, so führen wir jetzt einen Gegner ein. Wir sind jetzt schon auf dem Level angekommen. Und ehrlich gesagt, die erste Warnung, die man bei diesem Film hat, ist folgendes. Wir haben erneut diesen Score, den ich eigentlich mochte in Batman Forever, diesen neuen Batman-Score. Er kommt nicht an den Danny Elfman-Score ran aus den Burton-Filmen, aber es ist eine coole Musik, ganz ehrlich. Aber die erste Warnung, die wir eigentlich schon hatten, ist folgende. Der erste Name, den wir on screen sehen, ist nicht George Clooney, ist nicht unser neuer Batman, es ist Arnold Schwarzenegger. Denn es ist irgendwie ein trashiger Arnie-Film geworden. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Und das bringt uns direkt zu Mr. Freeze, gespielt von Arnold Schwarzenegger. Cool Party! Meine Fresse, okay, er existiert nur, um Eiswitze rauszuhauen. Ich war 6 Minuten im Film und hatte gefühlt schon 11 Eiswitze gehört. The Iceman cometh. What killed the dinosaurs? The Ice Age. Alright, everyone, chill. Und dieser eine Satz, der nicht mal Sinn ergibt. Ich meine, die meisten Dinger sind einfach One-Liner, weil Arnie ist ein Actionstar und normalerweise hat er immer einen coolen Spruch auf den Lippen, bevor er jemanden umbringt und jetzt macht er das halt mit Eis. Aber dieser eine Satz. There's only one absolute in this world. Everything freezes. Ich so... What the fuck is this? Okay, wirklich? Das ergibt nicht mehr Sinn. Und dann, zack, haben wir die Batman Ice Skater Show, weil anscheinend haben Batman und Robin auch Schlittschuhe in ihren Batman-Robin-Schuhen drin und das sieht einfach aus wie eine schlechte Theatershow. Erneut, alles sieht aus wie eine Burlesque-Show. Das bringt mich zu George Clooney als Bruce Wayne, aka Batman, der mit Abstand schlechteste Batman aller Zeiten. Es tut mir krass leid, George Clooney ist ein guter Schauspieler. George Clooney kann sogar abgefuckte Antihelden spielen. Ich meine, From Dusk Till Dawn, Wahnsinnsfilm. Wow, ist er kacke. Er gibt sich nicht mal Mühe, seine Stimme zu verändern. Hi, Freeze, I'm Batman. Das ist es. Und ja, danach haben wir diese Szene, die ich auch schon häufig parodiert habe. Die erinnert mich jedes Mal an Fred Feuerstein, wenn er da... Ich zeig sie euch einfach. Hi, Freeze, I'm Batman. Danke. Und danach haben wir einfach nur einen komplett substanzlosen Nonsense den ganzen Film durch. Man kann diesen Film wirklich in jeder einzelnen Szene zerstören. Ich meine, wenn Arnold Schwarzenegger jemanden durch die Lüfte wirft, fliegt er einfach 4 Meter hoch. Ich sag, das kann der. Dann wird Batman gefangen genommen in einer Rakete und die fliegt immer weiter nach oben. Das heißt, Batman steht kurz davor einzufrieren und Robin rettet ihn, indem er von außen an der Rakete hängt. Ich so, sollte er jetzt nicht erfrieren? Wieso geht's Robin gut und Batman? Nichts ergibt Sinn, okay? Und Mr. Freeze kann anscheinend auch fliegen. Der hat so Flügel eingebaut in seinem Superanzug. Das ist halt das Ding. Und nachdem wir gequält wurden mit wirklich 40.000 Eiswitzen in den ersten 10 Minuten, your icy tomb will plummet back to Gotham, lernen wir den zweiten Schurken in diesem Film kennen. Pamela Isley, aka Poison Ivy, gespielt von Uma Thurman. Erneut, Uma Thurman ist eine klasse Schauspielerin. Kill Bill, Pulp Fiction, gerade die Zusammenarbeiten mit Tarantino sind fantastisch. Und ja, sie könnte auch eine wirklich bedrohliche Poison Ivy sein. Nein, ist sie... Wir haben dieses merkwürdige Szenario, wo wir einen Dr. Frankenstein-ähnlichen Charakter haben, gespielt von John Glover, der anscheinend in jedem DC-Film mitspielt. Er war bei Shazam, er war Lionel Luthor und jetzt ist er diese merkwürdige Gestalt. Liebe ihn als Lionel Luthor. Und anscheinend kreiert er Supersoldaten, die er an die Nicht-United Nations verkauft. Und das ist mal eben die Origin-Story von Bane. Ja, sie haben Bane auch noch kaputt gemacht. Das ist so ein kleiner Hänfling, dem wird Gift reingepumpt und da wird er auf einmal gigantisch, aber auch gigantisch bescheuert. Was witzig ist, weil Bane ist einer der intelligentesten Bad Guys im gesamten Batman-Kosmos. Der ist halt so clever wie Bruce. Ja, er ist ein Tier, aber er ist auch mega clever. Er ist hier ein dummes Pokémon. Er kann wirklich nur seinen Namen sagen, ab und zu 2, 3 andere Wörter. Das ist sein erster Auftritt. Ich verstehe es nicht. Und John Glovers Charakter probiert dann, Pamela umzubringen, weil sie ihm auf die Schliche kommt.
Lauter Reagenzgläser werden auf sie geworfen. Auf einmal umgeben sie Schlangen und der Boden reißt auf, zieht sie rein und sie kommt zurück als Poison Ivy. Okay. Und weil dieser Film nun mal so ist, wie er ist, wurden wir erst gequält mit Eiswitzen. Und jetzt haben wir Poison Ivys Aufgabe. Sie reißt einfach nur Pflanzenwitze. Ein Gag nach dem anderen über den Dschungel, über Pflanzen und so weiter und so fort. Obwohl, erneut, der Film soll ja ein Kinderfilm sein. Der soll ja so kinderfreundlich sein, weil die Burton-Filme zu düster sind. Aber der ist auch hart sexuell aufgeladen. Was mit dem Spruch? I'll help you grab your rocks. Giggity, giggity, giggity. Ja. Das ist im Film. Das ist im Film. Sie möchte sich jetzt im Namen der Natur rächen und sich auch an Wayne rächen und an Gotham City rächen. Und ja, natürlich, die Pflanzen sollen überall florieren. Das ist ihr Job. Und Bane ist einfach ihr Gehilfe, weil, ich weiß es nicht, weil er mal eben da stand. Und Bane incognito mit seiner bescheuerten Maske und dem Hut und dem Mantel. Ich habe sehr viel gelacht, ich gebe schon irgendwo zu, dass der Film hat einen Unterhaltungswert, aber auf die komplett falsche Art und Weise. Man kann sich treffen in einer Gruppe und den Film einfach roasten. Jedes Mal einen Shot trinken, wenn Arnie irgendeinen neuen, dummen Eisspruch sagt. Allow me to break the ice. My name is Freeze, remember it. What is your certain icy doom? Und als Poison Ivy ist Pamela in der Lage, Männer zu verführen. Also pustet sie ihren Blütenstaub in Richtung Batman und Robin. Beide sind direkt schwer verliebt in sie. Und ja, bei so einer erneuten Zirkus-Burlesque-Show. Wieso ist das schon das zweite Mal bei Batman, dass ein Film aussieht wie eine verkackte Zirkus-Burlesque-Show, da zeigt sie sich. Und was mir hier auch aufgefallen ist, so sehr ich diesen Score liebe, das Thema von Batman in den Schumacher-Filmen, Batman und Robin gibt sich nicht mal hier Mühe, okay? Das bedeutet, die meisten Theme-Songs aus Batman Forever werden einfach recycelt. Zum Beispiel die Musik von Dr. Chase Meridian, die übrigens in diesem Film überhaupt nicht auftaucht. Bruce hat eine neue Freundin und ich weiß nicht mal, wo sie herkommt. Die haben sich nicht mal Mühe gegeben. Sie benutzen sehr viele Themes und setzen sie recht unpassend ein. Zum Beispiel die Musik von Chase Meridian wird jetzt einfach Poison Ivy gegeben. Ich so, okay, so einfach ist das jetzt. Die Musik von Edward Nygma wird teilweise Alicia Silverstones Charakter gegeben. Batgirl, ja, die ist auch im Film. Scheiße. Ja, weil das haben wir auch gebraucht. Wir haben es wirklich gebraucht, dass die auch Batgirl noch in die Tonne treten. Batgirl ist die Tochter von Commissioner Gordon in den Comics. Barbara Gordon, das ist hier nicht der Fall. Das ist Barbara Pennyworth. Und sie soll aus England kommen. Hört sich aber an wie ein Valley Girl, wie Alicia Silverstone in Clueless. Das funktioniert in Clueless, das funktioniert absolut nicht hier. Und jetzt mal, wenn sie eine ernste Szene haben soll oder einen Monolog. Ey, Data aus Star Trek hat mehr Emotionen. Ich so, wow, wirklich. This whole master-servant thing, it's really ridiculous. Sie ist Alfreds Nichte in diesem Film. Alfreds Nichte. Kommt nach Gotham City, weil sie sich um ihn sorgt, weil er hat eine Krankheit, die er allen verheimlicht. Die gleiche Krankheit hat übrigens auch Arnis, ja, ich nenne ihn nicht Freeze, es ist nicht Freeze, es ist Arnie, hat Arnis Frau in diesem Film, die er wie in so einem Becken hat, weil er an der Heilung arbeitet. Und ganz spannend, erneut, die 90er-Jahre-Trickserie hat Freeze, Poison Ivy und Bane besser umgesetzt als dieser Film. Weil in diesem Film geht es nur darum, Spielzeuge zu verkaufen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir einen neuen Batman-Auftritt haben, hat er neue Klamotten an. Wir sehen so viele seltsame Vehikel. Warum? Deswegen. Hammer lights up the night, ready for the final fight, sending the frozen fiend to a massive meltdown. Ja, ich kann dem Film echt absolut nichts abgewinnen. Und auch der Plan von Arnie, ich meine, dass er inkonsistent geschrieben ist, das erwarte ich mittlerweile von diesem Müllhaufen. Nach den ersten 30 Minuten war ich schon fertig mit der Nummer. Aber die probieren auf der einen Seite das Drama einzufangen von Freeze, wenn er traurig ist und sagt, ich will meine Frau zurückhaben. Und dann haben wir die Scheiße. Louder, come on, sing, sing, sing! Ach ja, und Arnie raucht Eiszigarren in diesem Film. Ist witzig, weil Arnie im wahren Leben Zigarren raucht, also muss sein Mr. Freeze auch Eiszigarren rauchen. Und was ist denn Mr. Freezes Plan? Er möchte seine Frau retten, er möchte an einer Heilung arbeiten und er braucht ganz viel Geld dafür. Und womit kann er sehr viel Geld verdienen? Mit Diamanten. Deswegen überfällt er ständig Leute, um an Diamanten zu kommen. Und ich denke mir so, dein ganzer Anzug und deine Kanone, die werden irgendwie beladen mit Diamanten. Warum verkaufst du die nicht? Und zack. Das bedeutet, er gibt Geld aus, um an mehr Geld zu kommen. Das ergibt nicht... Das Und Poison Ivy verliebt sich dann direkt in ihn, weil er der einzige Typ ist, der irgendwie immun ist gegen ihren merkwürdigen Charme, den sie da rauspusten kann. Und deswegen ist sie sauer und dann
tötet sie seine Frau, aber zum Schluss stellt sich raus, sie ist ja doch nicht wirklich tot. Freeze rastet dann komplett aus und möchte einfach alles einfrieren. Das ist jetzt sein Ziel. Ich möchte alles einfrieren und kaputt machen. Parallel bringen wir dann sogar diese seltsame Neon-Gang zurück. Ja, die haben einfach so ein, ich weiß auch nicht, die haben so ein Haus besetzt und sind einfach so eine Gang und sind irgendwie räudig und ich verstehe auch nicht, wieso sie in diesem Film sind. Wir hatten die schon im letzten Film, habe ich nicht gebraucht, wir haben sie hier, aber der Film hat anscheinend noch nicht genug gefunkelt. Und dann kommt es zur finalen Konfrontation, weil es stellt sich Folgendes heraus, okay. Alfred Pennyworth, der ja so ein bisschen im Sterben liegt und es niemandem verrät, war schon immer darauf vorbereitet, dass irgendwann seine Nichte nach Gotham City kommt und deswegen für den Fall der Fälle hat er ihr schon ein perfektes Batgirl-Outfit designt. Ist auch witzig. Sie hat das eine Design und hat sie auch noch diese komische Batman-Maske. Und die trägt sie nur einmal, weil die Alicia Silverstone nicht wirklich gepasst hat. Aber warum haben wir unterschiedliche Outfits? Batman Spielzeugen, denn das ist der Film. Ach ja, hat sie Chemie mit George Clooney und Chris O'Donnell? Nein, absolut nicht. Am Ende des Tages wird Freeze natürlich besiegt. Batman sagt ihm, ey, ich habe deine Frau gerettet, sie ist nicht wirklich tot und deswegen lass uns doch zusammenarbeiten und Freeze auf einmal, okay, yeah, this makes sense, here, take that medication, bring it to Alfred, do it now and yeah, call me in the morning. So, das ist alles? So einfach geht das, als hättest du nicht ihn irgendwie in den ersten 5 Minuten fragen können, so, ja, ich finanziere dir die Behandlung deiner Frau, wenn du mir hilfst mit Alfred? Nee, dafür, der Film dauert 2 Stunden, okay, er dauert 2 Stunden, um diese Scheiße zu erzählen, ich bin echt fertig mit den Nerven gewesen. Und ja, zum Schluss ist er dann der Arkham-Zellengenosse von Poison Ivy. Ich habe mich auch gefragt, verprügelt er sie jetzt? Ich habe mich das immer gefragt. Zum Schluss ist es so gefilmt und inszeniert, als wenn Poison Ivy jetzt von ihm umgebracht wird in Arkham. Ist das ihr Ende? Das wäre irgendwie krass witzig und krass düster. Batgirl wird rekrutiert für den Kampf gegen das Böse und wir haben jetzt ein Trio. Wir haben jetzt nicht mehr das dynamische Duo, wir haben das dynamische Trio und haben ein Franchise, das eventuell noch sehr viele Fortsetzungen kriegt. Ah nein, der Film war scheiße und es gab nie wieder Fortsetzungen zu dieser Interpretation. Danke Gott dafür. Ja, ihr wollt wissen, wie ich mich gefühlt habe, als ich diesen Film geguckt habe. Es gibt eine Szene in diesem Film, die mich beschreibt, während ich diesen Film geguckt habe. Genau so. Es bleibt wirklich nichts anderes zu sagen. Ich meine, ich kann hier nichts analysieren. Ich kann hier nicht über Bildsprache reden oder über die düstere Backstory von Batman Bruce Wayne. Ich fand es ganz nett, dass man irgendwie mal ein bisschen darauf eingegangen ist, dass Alfred sowas wie seine Vaterfigur ist. Aber gleichzeitig benutzen sie ja Alfred für alles. Der baut den alles und der ist schon uralt und sie lassen ihn einfach nicht ruhen. Das ist auch ein bisschen komisch. Ja, der Film ist Mist. Die Schauspieler liefen alle absolut fürchterliche Performances ab. Der Einzige, der es irgendwie drauf hat, ist Michael Gow, der selbst in diesem Kackfilm noch irgendwie positiv heraussticht. Die Effekte sind scheiße, die Kostüme sind scheiße. Die Sets sehen einfach aus wie Batman on Ice und irgendeine seltsame Burlesque-Show. Der Score wird faul eingesetzt. Aber ich bleib dabei, ich empfehle euch, diesen Film zu sehen. Es ist ähnlich wie bei The Room, es ist ähnlich wie bei Mortal Kombat Annihilation. Der Film ist so drüber, so seltsam, so spektakulär kacke, dass man ihn gesehen haben muss, um ihn zu verstehen. Und er hat ja zu etwas sehr Positivem geführt. Denn wenn man Batman nicht derartig in die Tonne getreten hätte, hätten wir nie Christopher Nolan die Chance gegeben, einen sehr düsteren, sehr realistischen Batman zu adaptieren. Ansonsten kriegt dieser Film von mir 0 Punkte. Ich bin schockiert, ihn gesehen zu haben, aber gleichzeitig, es ist eine Erfahrung wert. Es ist einer dieser Filme, den muss man einfach gesehen haben. Man muss ihn gesehen haben, um erneut schätzen zu wissen, wie gut die anderen Batman-Filme eigentlich sind. Und deswegen, das ist jetzt das einzige Mal, dass ich das in diesem ganzen Rewatch mache, ich hole mir erneut die Hilfe von Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, was hältst du denn bitte von Batman und Robin? That is one big pile of shit. Danke dir, Jeff. Danke euch fürs Zuschauen, das war echt nicht leicht. Nächste Woche geht's dann wirklich weiter mit Batman, denn das war nicht Batman. Nächste Woche geht's endlich los mit Christopher Nolans Interpretation Batman Begins. Da habe ich dann wesentlich mehr zu sagen als zu diesem Stück Kacke. So, jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu Batman und Robin? Seid ihr Fans? Nein, komm,
Ist es für euch ein Guilty Pleasure? Das ist eine faire Frage. Ist es für euch ein Guilty, weil es ist objektiv ein fürchterlicher Film. Ist es für euch ein Guilty Pleasure? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie häufig habt ihr ihn schon gesehen? Was ist euer Lieblings-Eisspruch? Was ist euer Lieblings-Pflanzenspruch? Was ich hier erneut nochmal anmerken muss. Poison Ivy, also Uma Thurman, probiert halt auch einen One-Liner nach dem anderen rauszuhauen. Die sind auch genauso nervig wie die von Arnie. Aber man merkt, es gibt wie ein Battle, weil Arnie hat ja in den 90ern nichts anderes gemacht. Seine ganze Karriere hat aus One-Linern und Action bestanden. Das bedeutet, natürlich ist er ein bisschen besser darin als sie, aber beide sind furchtbar. Nichtsdestotrotz, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr zu Batman und Robin steht. Würde mich wahnsinnig interessieren. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.